Hallo liebe Bahnfreunde, ich erzähle euch heute, wieso Bahnen nicht geradeaus fahren, sondern eigentlich genau genommen immer kleine Schlangenlinien fahren. Dafür haben wir hier ein Modell. Bevor wir uns aber hier mit dem Modell genauer beschäftigen, gucken wir uns erstmal wirklich einen Zug an. Uns interessiert aber gar nicht der ganze Zug, sondern uns interessiert nur der Teil hier, nämlich die Radreifen. Das hier, das ist die Auflagefläche. Wenn wir die ganz genau anschauen, dann sehen wir, die ist nicht ganz platt, sondern die ist gewölbt. Hier innen ist sie dicker als hier außen. Aber warum? Man könnte ja denken, die Reifen sehen alle gleich aus. Entweder könnten die so aussehen oder die könnten so aussehen oder aber auch die könnten so aussehen. Der ganz flache Reifen. Wir sehen schon, der rollt nicht so gut, der rollt nämlich nur geradeaus und irgendwann kommt ein Ende dieses Reifens leider zwischen die Gleiten. Schauen wir mal mit denen hier. Nein. Nein. Auch hiermit funktioniert es nicht. Mal gucken, ob es hiermit funktioniert. Ja, geil, es funktioniert. Aber irgendwie habt ihr ja gesehen, der läuft nicht geradeaus, sondern der macht so leichte Schlangenlinien. Warum funktioniert es also mit dem Ding und nicht mit dem hier? Schauen wir uns das nochmal ganz genau an. Wenn wir die Rolle hier drauflegen und dann anrollen, dann sehen wir, dass sie auf der einen Seite über einen kleinen Radius rollt und auf der anderen über einen großen. Das heißt, hier legt sie wenig Weg zurück und auf der anderen Seite legt sie viel Weg zurück. Und deswegen macht sie jetzt eine Linkskurve. Danach rollt sie aber genau umgekehrt, denn jetzt hat sich ja ist der große Radius klein geworden und der kleine Radius groß geworden. Und deswegen macht sie danach eine Rechtskurve. Und deswegen rollt die in einer Schlangenlinie darunter. Die Bewegung gleicht sich also immer aus. Bei dieser Rolle ist es genau umgekehrt. Wenn ihr hier losrollt, dann sehen wir, dass der eine Radius wieder groß ist und der andere klein, aber diesmal verstärkt sich die Bewegung. Das heißt, da wo der große Radius ist, legt sich viel Weg zurück und da wo der kleine Radius ist, wenig Weg. Und deswegen macht sie eine Rechtskurve und verstärkt diesen Effekt noch. Und genau deswegen hat man sich für diese Räder entschieden, weil sich hier die Bewegung immer selbst ausgleicht. Wenn er zur einen Seite rausrollt, dann macht es automatisch eine Bewegung in die andere Richtung. Und deswegen fährt ein Zug nicht geradeaus, sondern er schlängelt sich über die Schienen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß und habe mich ziemlich dreckig gemacht. Also vielen Dank fürs Einschalten und ciao. Alles nur für euch. Also, danke fürs Einschalten. Und ich habe ein Kabel im Gesicht.